Willkommen zu einer weiteren Folge von Yay or Nay, heute mit dem Spiel Flippin' Dead. Und wir gucken mal, was ich hier so Schönes machen muss. Es wird höchstwahrscheinlich irgendetwas mit Zombies zu tun haben. Mhm. Müssen wir die Toten etwa essen, oder? P4 Instructions. So, ich laufe hier rum. Okay. Die Zombies muss ich höchstwahrscheinlich ausweichen. P for Objectives, was ist denn P? Ach so, da kann ich irgendwie Ziele und Erfolg und all sowas, aber naja. Aha, das ist ja cool. Jetzt muss ich die Zombies dann aufessen oder was? Okay. Ist das das ganze Spiel? Die Frage ist... Oh Gott. Da! Ah! Oh Gott, das wird ja... Ja, man muss sich hier tatsächlich ein bisschen beeilen. Denn sonst hat man irgendwann ein kleines Problem. Hier muss doch mal irgendwo wieder so eine Droge sein, wodurch ich... Was bin ich überhaupt? Bin ich ein Eichhörnchen oder sowas? Oh Gott. Sieht nicht so gut aus. Aber jetzt. Jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen aufessen und so. Dann werde ich jetzt doch hier niemals dieses Level schaffen, weil hier immer wieder neue Zombies kommen. Ist das so ein Endlos-Score-Spiel? Oh Gott. Ja, vielen lieben Dank. Und die schießen auch noch, ja geil. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche anderen Items habe. Es wird mir zumindest nicht angezeigt. Aber da bin ich leider auch schon tot. So, ich muss das für mich mal gerade ein bisschen leiser machen. Ich kriege sonst Anfälle. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Wir geben dem Spiel mal noch eine Runde Zeit, uns von der Qualität zu überzeugen. Bisher hat es das offensichtlich nicht. Ich meine, es ist ganz okay, ganz witzig, aber so vom Hocker reißen tut es mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Ist irgendwie relativ öde, um es ganz ehrlich zu sagen. Yay, wir machen Zombies in ein Spiel. Da werden da schon genug Leute spielen. Und ob es dann langweilig ist, ist egal. Ja, vor allen Dingen ist es irgendwie random, ob ich jetzt hier mich in so einen Zombie-Esser verwandle. Oder hat das irgendwelche... irgendwie Einfluss darauf, was ich mache? Ich meine, es ist dann schon ganz witzig, da so dann rumzuflitzen und die ganze Zeit zu essen. Aber, ja, ach, weiß ich nicht. Könnt ihr auch gerne unter das Video schreiben, was ihr hiervon haltet. Man darf sogar durch die durch. Die dürfen einen nur nicht beißen. Das heißt, man kann ja theoretisch sogar noch viel schneller durch. So, ich habe hier irgendein Achievement. Der sieht aus wie SpongeBob. Autsch, der Ball hat mich getroffen. Also allmählich wäre es doch mal vielleicht wieder angebracht, dass ich mich in einen essenden, fleischessenden... Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt bin, ehrlich gesagt. Aber dass ich mich in das auf jeden Fall verwandle. Ich vergesse dann immer die X-Taste zu spammen, wenn ich mich verwandelt habe. Okay, ein paar sind wieder tot. 7300 Punkte. Ich glaube, so viel hatten wir eben nicht. Oh Gott. Aber ich werde auch nicht mehr so lange leben, glaube ich. Fast. Oh, was ist das denn da? Neue Gegner. Ja, man muss sich schon so ein bisschen dabei konzentrieren. Oh Gott. Es gibt auf jeden Fall nur ein Level. Es ist ein Endlosspiel. Das ist jetzt ja erstmal nicht schlecht. Aber ich bin schlecht. Gut. Ja, das war Flipping Dead. Ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, aber leider muss ich an dieser Stelle ein Nay vergeben. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn, macht's gut und ciao.